Hallo, mein Name ist Carsten Beinecke. Wir zeigen Ihnen hier die Anwendung der erweiterten Bedingungen von PlantLink. Konkret geht es darum, dass wir im PNID Katalogdaten aufgrund der Messart und des Messbereichs auswählen wollen. Wir sehen hier einen einfachen Katalog für Instrumente. Wir haben die Spalten für die Messart und zwei Spalten für den Messbereich. Die Anzahl der Datensätze haben wir extra klein gewählt, damit es für jeden leicht nachzuvollziehen ist. In den Instrumenten sollen dann später die Daten für Hersteller, Modellnummer und Preis stehen. Im PNID haben wir ebenfalls Eigenschaften für die Messart und den Messbereich angelegt. Geben wir jetzt zum Beispiel die Werte 20, 50 und T ein. Es öffnet sich das Datenbankfenster und wir sehen alle drei Datensätze aus unserem Katalog. Wählen wir jetzt zum Beispiel die Modellnummer 0002, sehen wir die Daten wie Hersteller, Modellnummer und Preis in den PNID-Eigenschaften des Messstellensymbols. Ändern wir nun den Temperaturbereich von 20 bis 50 auf 20 bis 60 Grad. Das Datenbankfenster öffnet sich wieder, da die Modellnummer 0002 für diesen Temperaturbereich nicht mehr verfügbar ist. Wählen wir nun die Modellnummer 0001 und wir sehen wieder die übernommenen Daten. Wenn Sie ein anderes Modell auswählen wollen, öffnen Sie über das Kontextmenü PlantLink Daten zuweisen wieder das Datenbankfenster. Wählen wir jetzt zum Beispiel die Modellnummer 0003. Wir sehen nun die 0003 bei der Modellnummer. Ändern wir den Temperaturbereich auf 5 bis 60 Grad. Wie wir sehen, ändert sich nichts. Das hängt damit zusammen, dass der neue Temperaturbereich mit dem Modell 0003 immer noch abgedeckt wird. Zur Kontrolle rufen wir wieder das Datenbankfenster auf und wir sehen, dass das Modell 0003 den Bereich von 5 bis 80 Grad abdeckt und somit tatsächlich passt. Das hier gezeigte Beispiel ist nur eines von vielen Einsatzmöglichkeiten dieser neuen Fähigkeit von PlantLink. Neben diesem Video gibt es auch noch ein detailliertes technisches Video, in dem wir zeigen, wie dieses Beispiel konfiguriert wurde. Sollten Sie Fragen zum Produkt oder diesem neuen Feature von PlantLink haben, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.